Meine Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute eine bunte Mischung. Ein Mann und eine Frau haben frisch geheiratet und haben aber vor der Ehe nach dem Motto gelebt, keinen Sex vor der Ehe. In der Hochzeitsnacht liegt die Frau nackt auf dem Bett und wartet auf ihren Mann. Der kommt ins Schlafzimmer, sieht seine Frau nackt auf dem Bett liegen, kriegt einen gehörigen Schreck, rennt zum Telefon, ruft seine Mutter an. Mutti, meine Frau liegt nackt im Bett, was soll ich nur tun? Naja, sagt die Mutter, du nimmst dein längstes Körperteil und steckst es dahin, wo sie immer Pipi macht. Nach der Viertelstunde wird die Frau im Schlafzimmer nervös, beginnt ihren Mann zu suchen. Dann kommt sie ins Bad, bekommt ebenfalls einen Schreck und rennt völlig verwirrt zum Telefon. Ruft ihre Mutti an. Mutti, Mutti, was soll das nur? Mein Mann ist völlig übergeschnappt. Der steht im Bad mit dem rechten Bein im Klo. Liebling, flüstert der junge Mann seinem neuen Mädchen ins Ohr. Am Samstagabend werden wir uns wunderbar amüsieren. Ich habe 3 Kinokarten organisiert. Sagt sie, wieso denn 3? Naja, eine für deinen Vater, eine für deine Mutter und eine für deinen Bruder. Ein Mann macht Urlaub auf dem Bauernhof. Gleich am ersten Tag sticht ihm eine Wespe in den Penis. Der Mann wendet sich an den Bauern. Der sagt, halte den Penis mal immer schön in Milch, schön baden, das ist gut. Gesagt, getan, er badet in der Milch. Zufälligerweise kommt die 18-jährige Tochter des Bauern vorbei, schaut sich die Sache an, meint der Gast, hast du noch nie einen Penis gesehen? Sagt sie, doch, doch, schon, aber noch nie, wie die wieder aufgetankt werden. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.